120 Zentimeter tief hatten sie ihn begraben, an einem Dezembertag vor 41 Jahren. Frank Olsen hatte Selbstmord begangen. Das jedenfalls glaubten seine Angehörigen. Im Sommer 1994 stehen die Kinder erneut an seinem Grab in Frederick, Maryland. 4 Jahrzehnte nach seinem Tod wollen sie ihn noch einmal obduzieren lassen, denn an Selbstmord glauben sie schon lange nicht mehr. Ich träume oft von meinem Vater und von seinem geheimnisvollen Verschwinden. Für mich war sein Tod weniger ein Tod als ein plötzliches Abtauchen. Meine Familie hat kaum trauern können, weil der ganze Vorfall jahrelang vertuscht wurde. Das alles ist uns gefühlsmäßig ganz fremd. Frank Olsen wollte im November 1953 das Erntedankfest mit seiner Frau und den 3 Kindern zu Hause feiern. Doch weil er einen Arzttermin in New York hatte, musste er im Hotel übernachten, ein letztes Mal. Frank Olsen schlief mit dem Kopf hier an dieser Wand. Plötzlich riss er die Bettdecke und das Laken von sich, rannte in Richtung Fenster und sprang kopfüber hinaus. So lautet jedenfalls eine unserer Hypothesen. Durch die Jalousie, durch das Fenster, sprang er hinaus in den Tod. Selbstmord mit einem Sprung durch ein geschlossenes Fenster. Rekonstruktion des Todes von Frank Olsen. Man weiß, er hat nach seinem Aufprall noch wenige Minuten gelebt. 22 Jahre später lüftete die CIA selbst das Geheimnis. 9 Tage vor seinem Tod hatte man Frank Olsen eine Dosis LSD in den Cointreau gemischt, ohne sein Wissen. Frank Olsen war Biochemiker im Hauptquartier der US Army für biologische Kriegsführung und er erprobte die militärische Nutzbarkeit von LSD. Er arbeitete zusammen mit der CIA an einem LSD-Projekt. Sie wollten die Wirkung von LSD auf den menschlichen Körper erforschen. Das wurde zu seinem Spezialgebiet und sicherlich war er dafür auch qualifiziert. Allmählich bekam er immer größere Zweifel an seiner Arbeit, aber vielleicht war das ja auch eine Art Nebenwirkung des LSD. Denn jeder der Forscher wusste, dass auch er irgendwann einmal Testperson für seine Kollegen sein würde. So wie zahlreiche Soldaten in immer neuen Testreihen. Dieses Multimillionen-Dollar teure Forschungslabor ist das Kernstück der wohl ungewöhnlichsten und wichtigsten Arbeit in der Verteidigung unserer Nation. LSD als Waffe. Mehr als 7000 US-Soldaten wurden aufgenommen in das Drogenkorps der Army. Versuchskaninchen für die Schlachtfelder des Kalten Krieges. Es ist wohl Wunschdenken zu glauben, dass diese Kampfstoffe nur auf dem Schlachtfeld zum Einsatz kommen. Ich konnte mich nicht lange auf den Beinen halten. Bei einem Versuch sollte ich ein M1-Gewehr zusammenlegen, so schnell ich konnte. Die Armeepsychiater fanden heraus, was sich jeder hätte denken können. Der Feind hätte die US-Armee durch den Einsatz von LSD ziemlich aus dem Tritt bringen können. John, weißt du noch, was du mit dem Gewehr machen sollst? Du solltest es doch zusammenlegen. In Ordnung. Fang an. Was Truppen kampfunfähig machen konnte, war auch für die CIA interessant. Schließlich galt es, die Nation vor dem Einsatz der neuen Wunderdroge durch den Feind zu bewahren und Gegenmittel zu entwickeln. I could hardly think for myself. Dizzy. Well, which piece goes in first, John? And my vision blurred a lot of the time. Our concern particularly was whether it would be used against. Wir mussten herausfinden, ob die Droge gegen einen unserer Politiker eingesetzt werden konnte. Wenn der Präsident heute Abend um 8 Uhr eine Fernsehansprache halten soll und 2 Stunden zuvor hat man ihm LSD gegeben, dann könnte er sich möglicherweise vor der ganzen Nation lächerlich machen. Das hat uns beschäftigt. Vielleicht war es aber auch völlig harmlos. Zur Hochzeit des Kalten Krieges traute man den perfiden Sowjets auch Drogenattentate auf den Präsidenten zu. Und so, wie man die massive Vergeltung mit Atombomben und deren Strahlung an eigenen Soldaten testete, wurden auch Drogen unter Missachtung aller Risiken und Nebenwirkungen erprobt. Dazu brauchte man Experten, am liebsten Deutsche. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien setzten schon vor Ende des Zweiten Weltkrieges Sonderspionageeinheiten ein, um erfolgreiche Forscher auf dem Gebiet der atomaren, der chemischen und der biologischen Kriegsführung zu finden.
Die Crème de la Crème der deutschen Spezialisten in Sachen biologischer und chemischer Kampfstoffe wurde registriert, aufgesucht, verhört und, wenn möglich, rekrutiert ohne Vorurteile. Dass dabei auch Wissenschaftler, die Menschenversuche gemacht hatten, mit auf die Liste kamen, störte erst, als es zu einem PR-Problem wurde. Zunächst galt es, die technologische Lücke zu schließen mit Know-how made in Nazi Germany. Die Vorarbeit hatten Forscher der IG Farben bereits seit Jahren geleistet. Als 1941 nach einem geeigneten Standort für neue Anlagen der Buna-Werke gesucht wurde, fiel die Wahl auf Auschwitz. 4 Jahre lang wurden KZ-Häftlinge für das IG Farben-Projekt benutzt. Zuständig für die neue Fabrik war der Chemiker Otto Ambros, ein Vorstandsmitglied des Konzerns und begeisterter Anhänger des braunen Regimes. Stolz berichtete er seinem Vorgesetzten: Anlässlich eines Abendessens, das uns die Leitung des Konzentrationslagers gab, haben wir weiterhin alle Maßnahmen festgelegt, welche die Einschaltung des wirklich hervorragenden Betriebs des KZ-Lagers zugunsten der Buna-Werke betreffen. Dennoch stand Otto Ambros schon von Anfang an auf der Wunschliste der Briten und Amerikaner. Erwünscht sei, so das Geheimdokument, Otto Ambros Umsiedlung ins Hauptquartier der US Army Forschungsgruppe Chemie in Heidelberg. Kollegen sollte er gleich mitbringen. Erst als Otto Ambros in Nürnberg vor Gericht stand, mussten die Talentsucher umdenken, mittelfristig. Im Gerichtssaal des Nürnberger Justizpalastes läuft der Prozess gegen 24 Direktoren des IG Farben-Konzerns. Der amerikanische Hauptankläger, General Telford Taylor, bezeichnete die 24 Angeklagten als die wirklichen Kriegsverbrecher, deren Schuld gesühnt werden müsste. Otto Ambros wurde zu 8 Jahren Haft verurteilt, wegen Teilnahme an der Versklavung der Zivilbevölkerung und Massenmord. 4 Jahre später war er frei. Otto Ambros war eine Zeit lang auf der Liste derer, die für die US Army arbeiten sollten. Er wurde später Berater eines großen amerikanischen Konzerns und reiste nach dem Krieg mehrmals in die USA. Ganz im Sinne der US Army, die ihn auch nach seiner Verurteilung nicht von ihrer Liste begehrenswerter Mitarbeiter gestrichen hatte. Noch 1951 stand Ambros, Spezialgebiet Giftgas, auf der gemeinsamen Wunschliste der Briten und Amerikaner. Seine Adresse war bekannt, Haftanstalt Landsberg. Die US Army setzte alles daran, Kriegsverbrecher zu verfolgen und in Nürnberg zu verurteilen. Dieselbe Armee war auf dem rechten Auge blind und suchte teilweise dieselben Wissenschaftler, um sie für ihre Zwecke zu rekrutieren. Unter dem Codenamen Operation Paperclip wurden Hunderte von deutschen Spezialisten in die USA befördert. Zielsicher suchten sich die Chemiker der US Army mit Hauptquartier in Edgewood, Maryland, die Kollegen aus, die ihre Erfahrungen in die Spezialprojekte einbringen konnten. Zum Beispiel der Chemiker Theodor Wagner Jaurek. Als einer der ersten Paperclip-Forscher kam er gleich zum Army Chemical Center nach Maryland. Die Routine-Sicherheitsüberprüfung der US Army ergab, Wagner Jaurek war zwar Mitglied der NSDAP, doch da er wunschgemäß nur als Mitläufer eingestuft worden war, stellte er keine Gefahr für die Sicherheit der Nation dar. Und selbst wenn. Sein Können war, so dachte man damals, in US-Labors weit besser aufgehoben als bei den Sowjets. Weltweit war die Suche nach der Wahrheits- und der Wunderdroge LSD zur Priorität geworden. Das LSD-Projekt wurde zum Top Secret. Als Wagner Jaurek seine alte Heimat Europa besuchen wollte, wurde der Antrag von seiner Dienststelle abgelehnt. In der Schweiz könnte er möglicherweise die Sandoz-Werke besuchen, die ebenfalls in der LSD-Forschung aktiv waren. Der Forscher könnte sich verplappern. In Edgewood hatte man sich mittlerweile spezialisiert. In einem eigens für die LSD-Erprobung eingerichteten Gebäude versuchten die Wissenschaftler herauszufinden, wie die Droge eingesetzt werden konnte. Das Projekt wurde für die CIA immer wichtiger. Wir haben nach Wegen gesucht, andere zu manipulieren. Das war Sinn und Zweck unserer Forschung. Wir wollten lernen, das menschliche Gehirn zu kontrollieren. Aber es war nur für defensive Zwecke. Wir glaubten, dass man die Drogen gegen uns anwenden würde, also mussten wir so viel wie möglich über sie lernen. Und so arbeitete man undercover. Die CIA eröffnete unter dem Decknamen MK Ultra eine Drogenfiliale in New York City.
Dort sollten einfache Bürger zu Versuchspersonen der ersten außermilitärischen LSD-Manöver werden. Denn nur wer ahnungslos war, gab für die Drogengeheimdienstler eine gute Testperson ab. Manchmal gingen sie auf die Straße oder in eine Bar und dort trafen sie irgendeinen Amerikaner und sagten, willst du nicht auf einen Drink raufkommen in unser Apartment? Aber der Drink war irgendein Drogengemisch. Und sie beobachteten diese Menschen mit verdeckten Mitteln, etwa durch verspiegelte Scheiben. Und die Leute wussten nicht, dass sie fotografiert und beobachtet wurden. Doch für jedes Experiment braucht man eine Kontrollgruppe, am besten eine stabile. So forschte die CIA auch im Gefängnis mit mehr oder minder Freiwilligen. Als Eddie Flowers 1953 in einer Haftanstalt in Lexington, Kentucky eintraf, rekrutierte ihn ein Mitinsasse für ein interessantes Projekt. Er sagte mir, die ganze Sache liefe sehr unauffällig ab. Hin und wieder holten sie ihn aus der Masse der anderen Gefangenen heraus und machten bestimmte Drogenexperimente mit ihm. Und sie schmierten ihn dadurch, dass er dafür 2 Tage von jedem Monat Haftzeit abgezogen bekam. Und außerdem gaben sie ihm Drogen seiner Wahl. Ich war damals rauschgiftsüchtig. Und so war das Ganze für mich auch ein sehr guter Weg, an Drogen zu kommen. Staatlich subventionierte Sucht im Namen des nationalen Interesses. Immer neue Drogen mussten her, auch Mittel zum Töten. Und auch für diesen Zweck war, dank der Operation Paperclip, ein Spezialist an Bord. Friedrich Hoffmann, Deutscher. Als Angestellter der US-Armee beriet er auch die CIA in Sachen Psychodrogen. Friedrich Hoffmann reiste in der Welt herum und sammelte Proben verschiedener Chemikalien und Drogen, um sie auf ihre militärischen Anwendungsmöglichkeiten zu untersuchen. Zu unfreiwilligen Testobjekten wurden Hunderttausende von US-Bürgern. Aus Flugzeugen sprühte man angeblich unschädliche Chemikalien im flächendeckenden Großeinsatz über amerikanischen Städten aus, deren klimatische Bedingungen denen sowjetischer Städte entsprachen. Wie zum Beispiel Minneapolis. Dort ist es im Winter fast so kalt wie in Moskau. Deshalb bombardierte die Army die Millionenstadt 3 Monate lang mit Zink-Cadmium-Sulfid. Man wollte herausfinden, wie sich Bakterien verbreiten, wie sie überleben und wie weit sie vom Wind getrieben werden. Zink-Cadmium-Sulfid wurde benutzt, weil es sich ähnlich verhält wie die biologischen und chemischen Kampfstoffe, die im Kriegsfall eingesetzt werden sollten. Der Winter 1953 sollte der Winter des rosaroten Schnees werden. 3 Monate lang fuhren Spezialtrucks der Army gezielt durch Minneapolis. Hauptangriffsgebiet war die Clinton-Schule. Der Gegner, Kinder von der 1. bis zur 5. Klasse. Jeden Tag wurden sie auf Rückstände untersucht. Warum, wurde ihren Eltern nie gesagt. Carol Thomas war 5 Jahre alt, als die Army-Wissenschaftler in ihre Schule kamen. Ihr ältester Sohn ist mongoloid. Der 2. Sohn hat einen IQ von 13 und ihr jüngster ist schwer lernbehindert. Dabei hat sie noch Glück gehabt. Beinahe die Hälfte ihrer Klassenkameraden sind tot. Die anderen entweder krebskrank, steril oder sie haben schwerbehinderte Kinder. Wir waren doch noch kleine Kinder. Unser Verbrechen war es, dass wir diese Schule besucht haben. Ein paar Männer an der Spitze haben über unser Leben entschieden. Sie hatten der Stadt versprochen, sich um Gesundheitsschäden zu kümmern. Doch nach 40 Jahren streiten sie immer noch alles ab oder sagen nur die halbe Wahrheit. Mehr als 4 Jahrzehnte lang bombardierte die Army flächendeckend das eigene Land mit Giften, von denen sie selbst nicht genau wusste, wie gefährlich sie waren. Bevorzugt waren Metropolen mit besonders hoher Bevölkerungsdichte. Schließlich wollte man wissen, ob man unbemerkt auch ganze Städte mit Viren oder Chemikalien verseuchen konnte. Jedes Detail wurde erfasst, registriert und katalogisiert. So wurde die eigene Bevölkerung zum Testobjekt für die Dr. Seltsams aus den Forschungslabors von Armee und Geheimdienst und ihre deutschen Berater, die ihr Handwerk in der Zeit des Zyklon B gelernt hatten. Damals hatte man ja kaum Ahnung von den möglichen Schäden. 1953 galt die Regierung der Vereinigten Staaten noch als frei von jedem Sündenfall. Wenn die Regierung dem Volk etwas sagte, dann hieß es, das muss schon stimmen, denn die Regierung ist allwissend.
1968, passend zum Vietnamkrieg, wurde das Nervengift VX in einem Freilandversuch im Bundesstaat Utah getestet. Tödliche Dosis beim Menschen 0,4 Milligramm. Es traf eine Schafherde. 6400 Tiere kamen dabei ums Leben. Erst nach 14 Monaten gestand die Army, der Sprühtank war defekt. Die gute Nachricht, Menschen seien bei diesem Test nie in Gefahr gewesen.